Ja, hallo liebe Schreiberfreunde. Heute geht es um das Thema Bremsflüssigkeitswechsel und Bremsflüssigkeit im Allgemeinen. Im Rahmen des 40.000er Kundendienstes bei meiner California 1400. Im Vorfeld habe ich mich natürlich schlau gemacht. Klar, Bremsflüssigkeit, Bremsen allgemein und Reifen sind ja die wichtigsten Bauteile überhaupt bei jedem Fahrzeug. Und da sollte man natürlich nicht leichtsinnig werden und nicht irgendwo murksen oder pfuschen. Und deswegen habe ich da einiges zusammengetragen, was ich als Schrauberlaie, muss man immer wieder dazu sagen, vorher, oder einiges davon zumindest, vorher nicht gewusst habe. Ich zeige euch aber nicht die Details, wie ich das gemacht habe. Ich will euch damit nicht langweilen. Ich glaube, die Informationen drumherum und ein paar spezifische Gegebenheiten der California 1400 sind an der Stelle viel interessanter. Ich habe nämlich festgestellt, dass im Internet einige sehr gut gemachte Filme über Bremsflüssigkeitswechsel schon existieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas macht. Und da will ich mich nicht nochmal einreihen. Nochmal einen Film über die Details von Bremsflüssigkeitswechsel hier drehen. Würde ich euch empfehlen, schaut euch diese Filme an und die sind zum großen Teil wirklich gut gemacht. Ja, um was geht es? Ich zeige euch ein paar spezielle Gegebenheiten der California 1400 und auch einiges Allgemeines und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht über Bremsflüssigkeiten als solches. Ja, das Erste, das zu erwähnen wäre, kennt ihr ja alle, jeder, der mit California 1400 fährt, kennt das Thema. Sie hat keinen Hauptständer und ja, für solche Arbeiten, zum Beispiel wie Bremsflüssigkeit wechseln, stelle ich sie immer gerne gerade hin. Jetzt beim Bremsflüssigkeitwechsel muss man auch den Lenker hier nach links einschlagen, komplett, damit eben der Reservebehälter hier oben waagerecht steht, weil sonst hat man hier echt ein Problem. Sonst könnte es passieren, dass beim Öffnen des Deckels dann schon Bremsflüssigkeit rausfließt und dieses Schauglas dann eben auch nicht das anzeigt, was das eigentlich anzeigen sollte, aber das wisst ihr ja alles. Man tut sich halt einfach hier leichter, auch bei der Kupplungsflüssigkeit hier, dann kann man den Lenker schön verstellen und man hat hier immer gleich schön waagerechte Ausgleichsbehälter. Hier auf Seite 57 des Werkstatthandbuchs stehen die entsprechenden Angaben. Zum Beispiel hier für Bremsflüssigkeit mit Index 2. Komme ich nachher noch drauf. Und R heißt tauschen und in dem Fall alle 20.000 Kilometer. Hier, hier und hier. Index 2 bedeutet alle 2 Jahre oder alle 20.000 Kilometer wechseln. Bei der Kupplungsflüssigkeit gibt es auch den Index 2, also alle 2 Jahre wechseln. Hier steht aber erstmal im Handbuch nur kontrollieren und I bedeutet, hier steht kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln. Also auch die Kupplungsflüssigkeit alle 2 Jahre ohne Kilometerangabe oder Grenze auswechseln. Auf Seite 48 steht dann die empfohlene Bremsflüssigkeit bzw. Kupplungsflüssigkeit. Hier können wir dann lesen verschiedene Angaben und Normen und hier dort 4. Ja, warum sollte man jetzt regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln? Ich denke mal, die meisten von euch wissen es natürlich. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, nennt sich das, glaube ich. Das heißt nichts anderes, wie dass Bremsflüssigkeit die Eigenschaft hat, Wasser anzuziehen. Und hier um diesen CD-Punkt geht es dann nämlich. Frische
Bremsflüssigkeit hat hier wie in dem Fall einen Siedepunkt von mindestens 265 Grad Celsius. Mit Wasser, also wenn sich die Bremsflüssigkeit durch Alterung mit der Zeit mit Wasser, ja, man kann man sagen, vollsaugt oder anreichert, sinkt logischerweise der Siedepunkt, und das kann dann eben irgendwann mal zu Riesenproblemen führen, wenn man zum Beispiel bei Bergabfahrten wirklich mal stark bremsen muss und das dann eben diesen Temperaturbereich vorne erreicht, dann stehen hier Dampfbläschen, und Dampf lässt sich wie jedes gasförmige Medium auch natürlich komprimieren, und in dem Augenblick greift man mit der Bremse voll ins Leere, und da wird es natürlich echt gefährlich. Deswegen immer in gewissen Zeitabständen, in dem Fall jetzt hier 2 Jahre, und das ist auch die Empfehlung des Bremsflüssigkeitsherstellers. Ich denke mal, das ist allgemeine Empfehlung auch für Autos, dass man alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit tauschen sollte. Ja, mal vielleicht ein paar Worte zum Thema Bremsflüssigkeit. Ich dachte ja bis jetzt immer, Bremsflüssigkeit ist irgendwo auf Ölbasis. Aber weit gefehlt. Ich habe da mal im Internet ein bisschen recherchiert und mich belesen. Wusste das eben auch nicht vorher. Bremsflüssigkeit ist auf Polyglykolbasis. Das heißt, es sind mehrere verschiedene Sorten von alkoholbasierenden Stoffen drin und nicht Öl. Und da gibt es eben, wie ihr sicher wisst, die Klassifizierungen DOT-3, DOT-4, DOT-5 und DOT-5.1. Das sind so die wichtigsten, die es gibt. Ja, man sollte nur wissen, dass zum Beispiel DOT-5 nicht auf Glykolbasis ist, sondern auf Silikonbasis. Das heißt, man kann eine Bremsflüssigkeit mit der Spezifikation DOT-5 nicht mit DOT-3, DOT-4 oder DOT-5.1 mischen. Also diese Bremsflüssigkeiten könnte man theoretisch mischen, aber nicht mit 5.5 kann man eben die anderen nicht mischen. Wenn man dann weiß, dass Bremsflüssigkeit ja auf Alkoholbasis ist und man weiß, dass sich Alkohol mit Wasser mischen lässt, dann ist es irgendwo ja auch logisch, dass eine Bremsflüssigkeit, die ja im Neuzustand ziemlich wasserfrei ist, natürlich versucht, Wasser anzuziehen. Und das ist auch der Grund, warum man Bremsflüssigkeit so im Schnitt alle 2 Jahre tauschen sollte. Weil man muss natürlich immer schauen, je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat. Aber die meisten Hersteller, was ich so gelesen habe, jetzt geben 2 Jahre an. Ja, der Unterschied zwischen DOT-3 und 4 ist zum Beispiel der Siedepunkt. Und DOT-3 hat einen Siedepunkt, muss ich mal spicken vor meinem Laptop, einen Siedepunkt oder die Siedetemperatur von 205 Grad Celsius. DOT-4 mit, also immer Mindestwerte sind das natürlich, DOT-4 mit mindestens 230 Grad Celsius und DOT-5 mit mindestens 260 Grad Celsius. Der sogenannte Nass-Siedepunkt wird auch angegeben. Habt ihr ja auch gesehen bei mir auf einer verwendeten Bremsflüssigkeit, da steht es auch drauf. Ist bei DOT-3 mindestens 140, bei DOT-4 mindestens 155 und bei DOT-5 mindestens 180 Grad Celsius. Nass-Siedepunkt heißt, wenn die Bremsflüssigkeit mit 3,5% Wasser verunreinigt ist. Es gibt dann zu diesen DOT-Bezeichnungen noch teilweise Zusatzbezeichnungen, zum Beispiel SL6. Damit wird meistens nur bezeichnet, dass diese Bremsflüssigkeiten speziell auf ABS oder ESP-Bremssysteme optimiert sind, wobei die Grundspezifikation DOT dann gleich bleibt. Meistens ist es dann bei DOT-4 zum Beispiel. DOT-4 ist die Standard-Bremsflüssigkeit von weit über 90% moderner Bremssysteme. Was nicht heißen mag, dass ältere oder spezielle Fahrzeuge dann trotzdem eine andere Bremsflüssigkeit benötigen. Vielleicht ein paar Worte zum Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz beim Umgang mit Bremsflüssigkeit. Ihr wisst ja jetzt, es ist Basis ist Alkohol, also Glykole. Klar, das Zeug sollte man nicht trinken, eh logisch.
wenn man es ins Auge kriegt, kann ja mal passieren, natürlich mit viel Wasser sofort ausspülen, dass diese Alkohole reizen natürlich die Schleimhäute und ja, das ist definitiv nicht gesund, wenn man es ins Auge kriegt. Wenn man es auf die Haut bekommt, ist es nicht ganz so tragisch, aber Alkohole entfetten natürlich auch die Haut, insofern können sie natürlich auch reizen und bei empfindlichen Menschen wirklich Rötungen oder Juckreiz hervorrufen. Auch da, also ich halte es so, manchmal nehme ich eben Handschuhe, diese Gummihandschuhe, manchmal sind sie ein bisschen lästig, aber wenn ich dann wirklich mal was auf die Haut bekomme, dann versuche ich das schon so schnell wie möglich wieder abzuwaschen. Ja, diese Warnhinweise stehen auch auf der Packung. Dachte ich zumindest. Ich habe jetzt da mal gelesen, was da drauf steht. Hier steht nur, also, dass es keine gefährliche Substanz oder Zubereitung im Sinne der Gefahrenstoffverordnung ist. Und es ist nicht ganz so giftig. Trotzdem auch hier der Hinweis, man muss diese Substanz oder diese Flüssigkeit ordnungsgemäß entsorgen. Man darf sie nicht in den Kanal schütten natürlich. Auch klar, irgendwo. Was ja auch den meisten bekannt ist, ich wiederhole mich hier auch, Bremsflüssigkeit greift Lacke an und kann man aber relativ einfach mit Wasser wieder entfernen und somit passiert dann normalerweise nichts. Wenn man es nicht tut, dann kann man schon oder kann es schon passieren, dass Lack matt wird, dass er sogar wegblättert im Laufe der Zeit. Also sollte man schon so schnell wie möglich Bremsflüssigkeit wieder entfernen, wenn es irgendwo drauf tropft auf Lack oder so. Die Bezeichnung DOT ist übrigens eine Abkürzung für Department of Transportation. Das heißt nichts anderes wie, das ist das amerikanische, die amerikanische Verkehrsbehörde. Eine DOT-Bezeichnung hat man ja auch auf den Reifen und das basiert auf die gleiche Behörde. Deswegen auch hier die Abkürzung DOT. Auch das Verhalten in Bezug auf metallischen oder eisenhaltigen Teilen im Bremssystem, Zylinder zum Beispiel, Kolben, also Bremskolben, ist natürlich ungünstig, wenn in der Bremsflüssigkeit sich da eine nennenswerte Menge Wasser ansammelt. Wobei das Wasser zunächst erstmal gebunden ist, aber irgendwann spielt es dann schon eine Rolle, wenn es zu viel werden würde. Ja, hier mal beispielhaft den Bremssattel vorne rechts. Und hier sehen wir schon den Entlüftungsnippel, der ist gegen Staub geschützt mit dieser Gummikappe. Und bei der California ist es so, dass der Entlüftungsnippel in Reihe zu diesem Ringfitting hier verbaut ist. Es gibt auch andere Systeme, da ist der Entlüftungsnippel zum Beispiel hier seitlich oder hier vorne mit dran. Je nach Hersteller natürlich. Bei diesem Brembo-Sattel ist es eben hier so verbaut. Wenn man dann den Entlüftungsnippel öffnet bzw. wieder zuschraubt, sollte man darauf achten, dass man das nicht zu fest macht. Das ist, ich glaube, ein M6er Gewinde und das ist auch noch eine Hohlschraube. Und da kann man sich natürlich leicht vorstellen, bei zu viel Kraft kann das schon was reißen. Hier bei der California wird ein 8er Schlüssel benötigt und man kann, wenn dann der Schlauch drauf sitzt hier oben, man kann hier die Ringseite benutzen, dann tut man sich leichter diesen Entlüftungsnippel wieder auf und zu schrauben, ohne dass der Schlüssel verloren geht. Ja, auf der linken Seite ist es ein bisschen versteckt, man muss den Lenker natürlich voll auf Linkseinschlag geben und da ist es auch, wenn die Maschine jetzt gerade steht, wie jetzt bei mir, ein bisschen blöd hinzukommen, aber es geht. Ja, und wie schon erwähnt, für die Kupplungsflüssigkeit gibt es auf der linken Fahrerseite diesen Ausgleichsbehälter und bei der California 1400 haben wir hier so einen Schlauch, der ist im Normalfall hier schön in so einer Halterung drin, dann kann man rausziehen und mit dem entlüftet man dann, beziehungsweise hier kommt dann die verbrauchte Kupplungsflüssigkeit raus und hier entlüftet man dann auch. Hier nochmal die Marke für den Mindeststand, wenn
der Behälter waagrecht steht. Also darunter sollte man nie kommen, sonst ist die Gefahr tatsächlich da, dass irgendwo Luft angesaugt wird. Mein Stand ist jetzt momentan irgendwo hier oben drin da. Ein bisschen Luft braucht man, ihr wisst ja, hier ist diese Membran verbaut, die diesen Füllstand ausgleicht. Und ich habe hier in etwa hier so viel Bremsflüssigkeit reingefüllt. Meine Bremsbeläge sind ja noch relativ neu. Ja, so schön und so praktisch die Koffer auch sind, aber der linke Koffer, der muss leider runter, wenn man die Bremsflüssigkeit für die Hinterradbremse wechseln möchte. Ja, hier drin gut versteckt, der Entlüftungsnippel für die Hinterradbremse. Auf praktisch jedem Deckel eines Bremsflüssigkeitsbehälters steht drauf, welche Bremsflüssigkeit man hier benutzen muss. Jetzt ist es leider nicht scharf. Hier steht es auch. Moment, vielleicht sieht man es. Hier sieht man es ganz deutlich jetzt. Hier use only .4. Und das steht quasi auf jedem Deckel von irgendeinem Ausgleichsbehälter, egal welcher Art, ob Auto oder Motorrad, ob Vorderbremse oder Rückbremse, steht immer drauf, welche Dot man verwenden muss. Ich habe ja eingangs des Videos gesagt, dass ich hier speziell auf die spezifischen Gegebenheiten der California 1400 eingehe. Und eine der spezifischen Gegebenheiten ist, dass man diesen Zierdeckel hier für die Einspritzanlage wegbauen muss, damit man diesen Deckel runterkriegt vernünftig. Sonst geht der nämlich hier am Zierdeckel an oder an der Zierblende und man bekommt den hier nicht runter. Auch jetzt muss man ihn ein bisschen nach vorne ziehen, den Behälter. Der ist aus Kunststoff und dann bekommt man ihn hier von der Zündspule, das ist nämlich eine der Zündspulen hier, kommt man hier an der Zündspule vorbei. Sonst hat man da echt ein Problem, wenn man diese Ziehabdeckung dran lässt, geht dieser Deckel nicht wirklich ab. Hier sieht man wieder die Membran dazu. Schaut hier so aus. Aber das ist ja bei vielen anderen Modellen und Marken ähnlich dann an der Stelle. Ja, ich habe jetzt den hinteren Vorratsbehälter so ungefähr, ja, dreimal leer gesaugt oder leer gepumpt und man sieht schon, dass diese alte Bremsflüssigkeit hier ja, so bernsteinfarben ist, wobei ja, die erste Menge, die ich daraus gepumpt habe, war noch dunkler. Diese hier ist ja schon vermischt mit der frischen und den Unterschied sieht man hier mal, das ist hier im Becher und so hell ist das. Ja, Rest im Schlauch, also helles neue Bremsflüssigkeit. Ja, so viel mal zum Thema Bremsflüssigkeit der California 1400 und auch allgemein Bremsflüssigkeit. Ja, Bremsen, wisst ihr ja, sind die wichtigsten Bauteile an einem Fahrzeug und da sollte man wirklich sauber arbeiten und nicht sparen. Und wenn man sich nicht absolut sicher ist, was man tut, dann wie immer in die Fachwerkstatt gehen. Die haben es drauf, die haben die richtigen Werkzeuge, die wissen, um was es geht. Und da ist man dann immer auf der sicheren Seite. Ja, insofern, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und heute mal ein bisschen anders, weil ich habe ja nichts selbst gemacht, aber ich habe es zumindest nicht gezeigt. Und ja, wenn ihr mögt, vielleicht ein anderes Mal wieder. Ciao.